Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute schauen wir uns die Nothing Ear One an. Das sind neue In-Ear-Kopfhörer von Nothing, einer Firma des Gründers von OnePlus. Ob sie ihren riesigen Hype gewachsen sind, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Wir haben hier die Nothing Ear One und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Kopfhörer und ja, packen wir die jetzt einfach mal aus. Wir können jetzt nämlich hier an der Seite Ganze direkt mit abmachen. Sehr, sehr nice Hülle. Also die Verpackung gefällt mir schon mal, ja, ziemlich cool. Ist minimalistisch, also ist nicht viel dran. Hier ist einfach ein Kopfhörer von denen jetzt hier mit. Und hier hinten, ja, steht auch noch ein bisschen was drauf. Mehr ist da eigentlich nicht. Und hier an der Seite können wir das Ganze aufmachen. Jo. Yo, was ist das für eine geile Box, Alter. Dann zählt man das Ganze mal an und jetzt bin ich mal gespannt. Alter, das ist ja eine geile Box. Oh, geil, Alter, das ist ja mega geil. Richtig cool. Weil, ihr müsst wissen, die sind letztens erst rausgekommen. Also es sind noch ganz, ganz frisch neue Kopfhörer. Ja, und die Lieferzeit, die war etwas länger, 2 bis 4 Wochen. Ja, und endlich sind sie da. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe die bis jetzt nur in ein paar Videos gesehen. Und Alter, übelst geil, die jetzt vor mir zu sehen. Alter, Junge, hier ist noch so ein kleiner... Kann man das rausholen? Yo, das ist ja mal geil. Alter. Bevor wir uns die Ear One anschauen, schauen wir uns natürlich auch noch die Zubehör hier an. Ja, und schon mal richtig geil, wie ich finde, hier... Man kann hier einfach, hier unten hebt man das hoch und hier sind noch die ganzen, ja, Zettel mit drin. Ne? Das ist schon relativ cool. Ich finde es auch relativ cool gemacht, einfach mit der Schrift, dass es halt mal so ein bisschen was anderes ist. Und dann haben wir hier noch, ja, ein anderes Heftchen mit drin. Und dort, ja, ist sozusagen nochmal User Guide, wenn man es so sieht. Ja, und das ist eigentlich relativ geil. Also hier steht nochmal ein bisschen was da. Kommen wir jetzt noch kurz zu den restlichen. Das finde ich nämlich auch richtig geil. Dann kann ich praktisch hier, ne, diese zwei Teile, dort ist auch nochmal was drin. Also ich finde allgemein die Packung sehr, sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Schauen wir uns nochmal hier kurz rein und es ist auch ziemlich cool, also, ne, ist ziemlich mal minimalistisch auf jeden Fall. Alter, das ist auch richtig geil gemacht. Das ist auch geil gemacht. Okay, hier sieht man dann Large und Small. Also hier kann man auch nochmal hier die, ja, In-Ears, kann man auch nochmal wechseln, wenn man jetzt eben größer haben möchte oder eben kleiner. Kann man tauschen, ich gehe mal davon aus, dass jetzt Medium drauf sind. So, machen wir das wieder zu. Das kommt erstmal hier rein. Die andere Seite noch und hier haben wir das USB-C-Kabel. Mal schauen, wie lang das ist. Ich gehe mal davon aus, genau, es ist nicht so lang. Es sind wahrscheinlich dann 50 cm. Ja, reicht aber auf jeden Fall. Also ich finde es cool. Das ist eigentlich der ganze Zubehör hier drin. Also, ja, relativ cool gemacht. Schauen wir uns die Nothing Ear One einfach mal im Detail an. Es ist sehr, sehr toll verarbeitet. Und wir können einfach mal hier das Case aufmachen. Wenn ich es nicht aufmache, dann ist es hier direkt erstmal... grün, es ist leuchtend grün, das wird nämlich auch erkannt hier und sowas und so weiter. Was ich schon mal sagen kann, ich hatte mich gerade eben, weil ich filme das Ganze mit dem Handy, und ich hatte gerade eben das Case aufgemacht und es wurde instant erkannt. Also ich muss noch nicht mal irgendwie in Bluetooth reingehen, muss die Buds nicht suchen und dann verbinden, sondern ich habe das Case einmal aufgemacht, es wurde erkannt, ich konnte es einrichten. Habe ich aber jetzt noch nicht gemacht, denn ja, wir wollen das erstmal noch ja, zusammen angucken. Wenn wir das ganze Case mal aufmachen, nehme ich einfach mal jetzt den hier raus. Boah, das ist geil. Hier sieht man nämlich alles auch, die sind nämlich transparent. Und da sieht man alles so ein bisschen, die ganze Technik da drin und das ist schon sehr, sehr, sehr geil. Und hier an der Seite steht auch nochmal Nothing Ear One drauf. Auch sehr, sehr, sehr nice. Ja, also im Großen und Ganzen, mir gefallen die sind relativ klein. Und trotzdem, ja, haben die oder sollen die guten Sound haben und den probieren wir auf jeden Fall gleich aus. Also, sehr, sehr geil. Ja, zu dem Case kann ich noch sagen, dass wir hier ein Wireless Charging Case haben. Also, man kann das Case auch wireless chargen. Das ist sehr, sehr geil. Also, finde ich cool. Das ist zwar jetzt mein erstes, ja, Produkt sozusagen, welches wireless charging kann. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe mir einfach mal so ein wireless charging Pad geholt. Es muss auf jeden Fall IQ haben. Also, eine IQ-Technologie muss das mitbringen, das Charging Pad, sonst geht's nicht. Ja, im Großen und Ganzen muss ich wirklich sagen, finde ich cool. Also, die Verarbeitung ist sehr, sehr nice. Und ja, allgemein diese Details, wie jetzt auch beispielsweise hier steht einfach ihr und dann Case drin. Ja, also im Großen und Ganzen richtig cool. Und wir haben auch einen USB-C-Anschluss. Ja, also mit USB-C kann man das laden oder eben wireless. Ja, und ziemlich cool. Und ich würde mal sagen, wir werden die jetzt mal einrichten. So, jetzt kommen wir zur Einrichtung von den Nothing Ear
One. Vorhin ist mir das schon passiert, dadurch, dass ich jetzt eben mit dem Handy aufgenommen habe, ist mir das vorhin passiert. Ja, dass das hier immer gekommen ist, während ich aufgenommen habe, das bedeutet, die Aufnahme ist dann aber leider abgebrochen. Ja, aber es ist funktioniert so. Ich habe einmal jetzt hier das Case aufgemacht und dann scheint das hier direkt schon ziemlich cool. Nothing Ear One wird auf Geräten angezeigt, die mit meiner E-Mail-Adresse verknüpft sind. Okay, das machen wir erstmal später. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir machen die Einrichtung direkt erstmal über die Nothing App. Per New Device. Continue to hold the button until the light begins to blink. Ah, okay. Das Case habe ich einmal aufgemacht und dann kann man das Ganze verbinden. Gehen wir einfach auf Nothing Ear. So, dann nochmal einmal auf Koppeln. Per Unsuccessful. Zugriff auf meine Kontakte. Koppeln und dann geht's los. So, wir sehen jetzt hier, das Case hat 100% und der linke und rechte Kopfhörer hat auch 100%. Ja, das ist schon mal sehr, sehr, sehr geil. Alles auf Full. Ja, so ist das erstmal. Also, ich finde es schon mal ziemlich geil. Genau, ich habe es jetzt zugemacht. Ah, okay. Also, wenn ich die Kopfhörer drin habe und das Case ist zu, dann sind die Kopfhörer automatisch aus. Wenn ich das, ja, Case aufmache, dann geht das kurz, wird das jetzt kurz grün. Connect, sind sie wieder da. Also easy. Das ist schon sehr, sehr geil. Also ich habe ja selber von JBL so Kopfhörer. Das sind so Tune 110 heißen die, glaube ich mal. Ja, und ja, bei denen ist halt ganz Standard. Muss einmal anmachen, dann mit koppeln. Ganz easy. Aber hier, Digga, ist einfach übelst chillig. Machst das Case auf und dann sind die an. Machst das Case zu, dann sind die aus. Das ist nämlich das, was ich mich gefragt habe. Wie macht man die denn überhaupt aus? Finde ich schon mal cool. Die tun sich auch sofort koppeln. Also, ne, wie man jetzt auch sieht, ne, ich mache einmal das Case auf, sind sie sofort gekoppelt ans Handy. Und das ist schon sehr, sehr geil. Und es geht sehr, sehr schnell vor allem. Schon ziemlich cool. Aber lassen das ganze Case jetzt einfach mal auf. Ich probiere die jetzt einfach mal hier. Ich muss erstmal selber schauen, welche Richtung das ist. Also hier, das müsste die richtige Richtung sein. Ich mache das einfach mal in mein Ohr rein. Oh, der hat sogar einen Sound wiedergegeben. Okay, geil. So, das ist schon mal der. Und das haben wir noch den anderen ins Ohr. So. Alter. Junge, wie ich mich einfach anhöre. Ach, müssen die noch weiter ins Ohr rein? Also wahrscheinlich. Alter. Es ist so still. Was, wenn ich zumache, dann gehen sie wieder aus? Nee, logischerweise nicht. Okay. Also das Case, das wird jetzt nicht mal angezeigt, wie viel Strom das hat. Das wird nur angezeigt, wenn Kopfhörer in dem Case sind. Und es ist einfach so lustig. Ich höre mich gerade so. Also es hört sich gerade so komisch an, weil. Aber es ist sonst wie ruhig. Also gerade eben habe ich doch so Nebengeräusche im Zimmer, wie jetzt beispielsweise in meinem PC und sowas. Aber ich höre einfach nichts. Das ist schon krass, okay. Genau, es gibt hier ein paar Einstellungen, die man machen kann. Also erstmal hier, gehen wir einfach mal kurz auf den Gestensteuerung. Man hat hier nämlich ein bisschen was. Beispielsweise, wenn ich jetzt am linken Triple tappe, da kommt eben das nächste Lied. Ich habe gerade einen Sound auch gehört. Wenn ich das Ganze halte, dann kann ich Noise Cancellation einstellen. Das werden wir aber gleich nochmal extra ausprobieren. Und am rechten, wenn ich jetzt, ja, kann man auch nochmal, ne, das ist auch mit dem nächsten Song, kann man auch nochmal einstellen. Also hier letzten Song und sowas. Und kann man auch noch mal ein bisschen was einstellen. Ja, also relativ cool. Man kann auch den Volumen kann man auch runterregeln, wenn man hier so swipe. Und erfahrungsgemäß nach einer Woche kann ich noch hinzufügen, was ich jetzt noch nicht hier gesagt hatte, war, dass wenn ich jetzt zweimal auf den Kopfhörer drauf drücke, dann ja, pausiert sich das Lied oder das Video, welches ich eben gerade höre oder mir anschaue. Und andererseits, wenn ich jetzt beide Kopfhörer drinne habe und den einen Kopfhörer rausnehme, dann tut sich einerseits das Lied oder das Video pausieren und andererseits gehen die Kopfhörer in den Transparency Mode, sodass man sich dann eben besser unterhalten kann. Aber zu den verschiedenen Modis kommen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt mal das Noise Cancellation an, denn das nehme ich jetzt extra im Nachhinein auf, weil ich jetzt schon, ja, circa eine Woche lang die Kopfhörer jetzt schon testen konnte und ja, dementsprechend euch etwas mehr dazu hier erzählen kann. Wir fangen erstmal mit dem Off-Modus an, denn der Unterschied zwischen Off und Noise Cancellation, der ist schon etwas da, denn man hat ja hier an der Seite, da gibt es ja so welche, ja, Mikrofone, also jetzt hier oben, da ist ein Mikrofon, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die Kamera funktioniert. Und die Mikrofone, die sind jetzt eben in den Off-Modus ganz normal ausgeschalten und ja, deswegen, man hört von der Umgebung etwas, also beispielsweise auch meine PC-Geräusche, die kann ich jetzt noch wahrnehmen. Anders sieht es dann schon beim Noise Cancellation Modus aus. Zum Transparency Mode kommen wir gleich, aber beim Noise Cancellation, wenn ich einmal drauf gehe, dann ist es einfach
Es ist einfach nur mal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Also das erste Mal, wo ich das gehört habe, habe ich keinen großen Unterschied so richtig gehört. Aber man merkt es dann richtig. Man kann sich so vorstellen, es ist so, wenn man auf einmal in den Tunnel fährt, dann hat man so Druck auf den Ohren. So fühlt sich das einfach an. Es ist einfach so, man ist so isoliert einfach von jetzt hier außen. Und es ist halt irgendwie übelst gut. Ich kann mich zwar jetzt noch verstehen, aber mein eigenes Atmen kann ich nur noch schwer hören. Und das ist schon übelst krass mit der Noise Cancellation. Also mir gefällt es auf jeden Fall. Es gibt ja hier auch eine Light-Option. Aber ehrlich gesagt, zwischen Maximum und Light kann ich jetzt nicht groß viel feststellen. Aber wenn ich jetzt nochmal auf Off gehe, dann hört sich das ganz anders an. Also dann höre ich auch noch was. Also auf jeden Fall ziemlich cool. Noise Cancellation kann man wirklich einfach mal benutzen, wenn viel los ist und so weiter und so fort. Also es ist wirklich cool und es hört sich halt wirklich an, als ob man, oder es fühlt sich einfach so an, als ob übelster Druck auf den Ohren ist. Also es ist erst auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn man halt jetzt mal nicht gestört werden möchte, beispielsweise jetzt in einer Bahn oder in einem Bus oder sowas. Da ist es schon relativ praktisch für. Bei dem Modus hat man jetzt insgesamt nur 4 Stunden, dann sind die Kopfhörer leer und mit dem Case hat man insgesamt 24 Stunden, ja, wo man dann ja was hören kann. Der Transparency-Modus ist halt einfach nur mal dafür da, dass man sich mit den Leuten unterhalten kann. Ich habe den jetzt schon öfters benutzt, wo ich draußen war und mit jemandem gesprochen habe. Man muss aber dazu sagen, man hört jetzt nicht unbedingt die Musik, wenn man den Transparency-Mode benutzt, denn man hört ja durch diese Mikrofone, die es jetzt eben hier an der Seite gibt, insgesamt 3 eben, hört man natürlich auch die ganzen Straßengeräusche und sowas. Und ja, dann hört man eben dementsprechend nicht so richtig die Musik. Das muss man auch nochmal mit wissen. Deswegen, meine Erfahrung ist es, wenn man jetzt beispielsweise draußen mit jemandem läuft und nebenbei auch Musik hören möchte, ist gewöhnungsbedürftig so, weil, naja, also keine Ahnung, es ist ein bisschen komisch, man hört die Person auf einem Ohr und auf dem anderen nicht so richtig, nur durch die Mikrofone am Kopfhörer und andererseits höre ich meine Stimme halt auch nur so auf ein Ohr, also entweder man nimmt beide Kopfhörer oder dann lieber doch keine. Bei dem Modus halten die Kopfhörer auch wahrscheinlich nur 4 Stunden, denn es werden ja hier alle Mikrofone mit benutzt und ja, deswegen wahrscheinlich 4 Stunden. Und beim Off-Modus, da sind wir dann bei ca. 6 Stunden, die wir da insgesamt hören können. Und mit dem Case sind wir bei insgesamt 34 Stunden. Und zuletzt gibt es ja hier unten noch einen Equalizer. Dort können wir ja auch verschiedene Sachen einstellen. Also beispielsweise wir möchten mehr Treble haben, mehr Bass oder eben es soll mehr auf die Stimme priorisiert werden. Und wir können auch das Ganze noch balanced machen. Also einfach nur alles schön in Balance gehalten. Ja, und kann man halt sich halt einstellen. Oben rechts gibt es auch noch einen Tab, hier mit den 3 Punkten, da kann man auch nochmal ein bisschen was einstellen, also beispielsweise hier mit In-Ear Detection, da kann man auch nochmal eben einstellen, wenn man jetzt die Kopfhörer rausnimmt, dass die sich pausieren, oder man kann jetzt auch beispielsweise hier Find My Earbud, kann man auch benutzen, wenn man jetzt nicht mehr weiß, wo die Kopfhörer sich befinden. Ich kann das eben einfach mal ausprobieren, das würde ich mal... Okay, null, wie sich das anhört. Okay, da sollte man am besten nicht die Kopfhörer im Ohr behalten. Zum Glück habe ich die jetzt rausgetan. Das ist noch das mit meinem Find My Earbud. Und ja, Firmware-Aktualisierung kann man hier auch machen. Also man kann auch hier darüber die Kopfhörer aktualisieren lassen. Und das ist erstmal alles von den Einstellungen hier. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich mache jetzt oder aktiviere jetzt mal die Noise Cancellation einfach. Und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt oder hören uns jetzt einfach mal ein Lied an und bin jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze anhört. So, ich bin jetzt mal gespannt, ich höre jetzt mal kurz rein und dann kann ich ja mal erzählen, wie der Sound so ist. Also, ich muss sagen, es haut mich auf jeden Fall von Socken. Gerade eben, wo ich das Lied angefangen habe zu hören, ey, ich habe erstmal Gänsehaut bekommen, also ich muss wirklich sagen, oh mein Gott, ist der Sound geil. So wie ich gehört habe, ist es nicht der beste Sound, aber ich finde, er ist sehr, sehr, sehr geil. Also ich muss wirklich sagen, es ist sehr geil, mega, ich finde es richtig cool auch mit diesen verschiedenen Modis jetzt hier in der Software, also dass du einfach hier einstellen kannst, Transparency, wenn du im Zug sitzt und sowas und einfach gar keinen Bock hast, von anderen Leuten rumgequatscht oder so gestört werden, gehst du einfach auf oder aktivierst du einfach Noise Cancellation. Und dann auf einmal hörst du nichts mehr von außen, außer vielleicht deine eigene Stimme noch etwas. Kommen wir jetzt mal noch zum Fazit von den Kopfhörern. Ich habe die ja, wie gesagt, jetzt schon 1-2 Wochen getestet. Und ich muss tatsächlich sagen, so ich habe die ja mehr auf ein Ohr, auf dem linken Ohr benutzt. Ich muss tatsächlich sagen, am linken Ohr haben sie mir dann tatsächlich nach einer Zeit immer wehgetan. Ich habe jetzt nicht irgendwie die dann nicht mehr benutzt, sondern ich habe die immer weiter benutzt, auch wo es wehgetan hat, weil ich einfach, ja, ich wollte irgendwie, dass das doch irgendwie funktioniert, dass es mir dann doch irgendwie nicht
nicht mehr wehtut, weil ich glaube mal, dass die Kopfhörer, dadurch, dass sie hier so einen großen Buckel haben, dass das dann einfach wehgetan hat. Wie gesagt, ich muss die einfach mal weiter testen, vielleicht ist es bald irgendwann nicht mehr so, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, aber im rechten Ohr habe ich es bis jetzt noch nicht gemerkt und im Allgemeinen, lustigerweise ist es, wenn ich beide Kopfhörer im Ohr habe, dann merke ich das irgendwie nicht so richtig, dass es wehtut. Also wie gesagt, das ist auch nicht so stark. Ich hab auch mal ein bisschen rumhantiert, wie jetzt die Kopfhörer passen oder dass es da nicht mehr wehtut und so weiter und so fort. Bis jetzt sind auch noch nie die Kopfhörer leer gegangen. Das Case hatte mal 30%, also ich habe dann das Case oder allgemein die Kopfhörer habe ich schon mal aufgeladen gehabt eben. Aber im Großen und Ganzen ist mir bis jetzt noch kein Kopfhörer leer gegangen. Also wenn, habe ich die dann wieder reingelegt und wenn man sie reinlegt, dann werden sie auch direkt aufgeladen. Das ist schon relativ cool. Was ich noch kurz sagen kann, ist auch wegen der Gestensteuerung an den Kopfhörern selbst eben, das ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber wenn ich jetzt mal den hier reinmache, ist es so gewesen, wenn ich jetzt beispielsweise zweimal gedrückt habe, dann hat es auch manchmal einfach wie dreimal reagiert. Und das war dann halt ein bisschen blöd. Und im Großen und Ganzen ist es ja auch so, wenn man jetzt an den Kopfhörer eben gedrückt hält, dann kann man eben, wie ich vorhin schon erzählt habe, auch die ja, verschiedenen Modi ändern. Also ne, wenn man jetzt die Reihenfolge im Kopf hat, also es geht ja erst los mit Noise Cancellation, dann mit Transparency Mode und dann mit Off. Und das geht dann immer in der Reihenfolge durch und so weiter und so fort und so kann man dann halt auch durchswitchen, welchen Modus man gerade reinmachen möchte. Die Kopfhörer haben sehr, sehr guten Sound und das ist einfach im Großen und Ganzen sehr, sehr toll. Also wie gesagt, sehr, sehr tolle Kopfhörer. Mir gefallen sie wirklich. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert für nur 100 Euro. Also kriegt man hier schon was richtig Cooles, auch mit Wireless Charging und sowas. Genau. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Unboxing oder im nächsten Livestream und ciao!